Hallo Leute, heute in Elektrotechnik in 5 Minuten eine Buchempfehlung und zwar zu GT1, GT2. Ihr wisst ja, ist ja eine meiner Lieblingsdomänen. Und zwar habe ich hier das Buch von Gerd Hagmann und zwar Aufgabensammlung zu den Grundlagen der Elektrotechnik. Und dieses Buch beschreibt komplett das ganze GT-Zeug und zwar mit einführende Grundlagen, dann Gleichstromnetze, was ist ein elektrisches Feld, was ist ein Strömungsfeld, magnetisches Feld, das ist ein bisschen theoretischer. Dann Wechselstromgrundlagen, einfache Wechselstromkreise, Berechnung von Wechselstromnetzen. Dann kommt auch das ganze Tief- und Hochpasszeug dazu. Dann was sind Schwingkreise, was sind Drosseln, Drehstromtechnik und noch so Schaltvorgänge. Und dazu gibt es Aufgaben dazu. Und diese Aufgaben haben auch eine extrem detaillierte Lösung. Und das kann man wirklich super nachvollziehen, wie sowas funktioniert. Und ja, also wie schon gesagt, Buch hat wie viel? 390 Seiten. 390 Seiten, also da kann man einiges draus ziehen. Vor allem auch der ganze Wechselstromteil. Der ist nicht schlecht, vor allem mit dem ganzen Pfeil, also Zeiger, Diagramme, Zeug da. Das ist nicht schlecht, das alles zu können. Also, wer sagt, ich will ein Buch haben zur GT1, wo alles so GT1, GT2 und ein bisschen Messtechnik noch, der ist hier mit dieser Aufgabensammlung zum Üben gut bedient. Link habe ich euch wie immer unten rein, wer Interesse hat. Ansonsten noch einen schönen Tag, euer Elektrotechnik in 5 Minuten.